um den Außenposten schon mal zu bauen. Und ja, hier waren Kühe. Hier im Nachbarterritorium waren Schafe auf jeden Fall. Auf euren Befehl. Die ich mir beide auch gerne einverleiben würde. Oh. Jetzt sind wir schon Verbündete. Yay. Hier war nichts. Weltbewegung. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Jawohl. Auf euren Befehl. Da kommt gleich wieder einer von Kannas Angriffen. Jawohl! Verstanden! Schon unterwegs! Wie ihr wünscht! Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich ja eh gerade keinen Sold verdiene. Jawohl! Hier wären Schafe. Und ich alles weiß, klar. Es gibt ein Territorium, sofort. Da war sogar beides drauf. Also hier Kühe, hier Schafe. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten beginnen. Der Handelsposten ist eröffnet. Nun sollten wir uns über den Handel Eisen verschaffen und mit dem Aufbau eines Heeres beginnen. Fisch! Ja gut, dann müsste ich mehr Territorien einnehmen. Was gab's hier? Schafe, ja. Und Kühe. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Zum Angriff! Das finde ich schon mal gut. Also ja gut, es ist doof, dass die geschlagen wurde, aber... Auf die Mauern, Männer! Verstanden. Auf euren Befehl. Alles klar. Auf euren Befehl. Verstanden. Also erstmal das Territorium hier. Das werden die Schafe hier kommen. Und dann das Territorium mit dem Fisch. Damit werden die Schafe und den Fisch kommen. Auf euren Befehl. Alles klar. So, das hat unsere Steuern... unsere Sold etwas gesenkt. Ei. Dann müssen wir natürlich auch irgendwo, wie zum Beispiel hier... Nee. Na gut, hier wäre noch sehr viel freie Fläche, um Schafe und Kühe zu züchten. Schafe erstmal wichtiger sind gerade. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, und noch ein Brunnen. Jawohl. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Sofort. Wie ihr wünscht. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Alles klar. Sofort. So, alle Macht da drin, hier drin erstmal. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Ja, die kommen, ja. Wir brauchen auch noch Kuhhirten. Da wird sich fast dieses Eckchen hier anbieten. Entweder da oder haben wir noch wo.
Ah, hier unten beim Steinbruch würde auch noch gehen. Oder auch nicht. Hier ist nicht mehr Platz. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Oder weißt du was? Machen wir gleich eine Straße hier draus. Und nehmen dann auch noch gleich das Territorium hier ein. Bau die Schaffarm auf. Bleibt halt wirklich nur hier irgendwo in der untersten Ecke dieser Welt oder halt hier oben. Also hier und hier. Nee. Ist auch doof. Irgendwie muss das doch hier gehen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Okay, dann, ein Wagen mit dann doch hier. Ist zu uns unterwegs. Und weil wir spendabel sind, gibt es auch noch einen Brunnen für euch. Ganz ehrlich, dann nutzen wir die Grünfläche, um Honig anzubauen. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Mein Heer wird Rache für die Zerstörung meiner Tempel nehmen. Eure unnütze Einmischung in meine Angelegenheiten soll euch jetzt zum Verhängnis werden. Klingt nicht so schön. Sofort. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Okay, das sollten wir jetzt dann auch mal schleunigst machen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Bogenschützen. Schwertkämpfer. Weiß ich, kann das da nicht hinbauen. Bogenschützenkaserne und die Schwertkämpferkaserne. Einfach mal gucken, ob ich sie hier irgendwo hinpflanzen kann. So. Oh, und ich sollte jetzt den Sold langsam mal wieder anschalten.
Da kommt die Armee des Feindes. Da sind Kühe. Ich werde mich doch nicht verguckt haben. Und hier waren nur zwei Schafe. Hier war eine Herde. Ganz ehrlich. Ah, da kommt eine Armee, ja. Aber die sieht noch nicht ganz so schlimm aus. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wie viel Seifenmacher haben wir eigentlich? Habe ich nur einen, oder? Ja, habe ich nur einen. Sofort. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Ei. Wie ihr wünscht. Verstanden. Ey, es ist wirklich die falsche Kali höchstpersönlich. Die ist überhaupt nicht wie im Hauptspiel, dass alles irgendwie von Marcus gehandhabt wird. Seifenmacher und ein Weber. Ach kommt schon, ich habe mich verguckt und da waren drei Kühe und zwei von den anderen drauf, oder was? Oh, sag bloß, die ziehen ab, weil ich ihre Anführerin erledigt habe. Jawohl. Angriff! Oh ja, nebenbei. Das sollte ich auch natürlich mal machen. Ich werde angegriffen! Schön, Marcus. Also eigentlich nicht schön, aber... sei es drum. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Nein! Wie ist das möglich? Glaubt ja nicht, dass ihr ungeschoren davonkommt. Sollte dies mein Untergang sein, werde ich euch mit in den Abgrund reißen. Noch ist es nicht vorbei. Noch nicht! Es ist an der Zeit, dass wir zum Gegenschlag ausholen. Wir müssen Kana ein für alle Mal besiegen und mit einem Heer nach Nakata ziehen. Mhm. So, jetzt reißen wir erstmal hier die Mauer wieder ein, nachdem wir ihre Armee geplättet haben, mehr oder weniger. Und ich muss herausfinden, welches Territorium ich noch einnehmen muss, um... mir noch mehr Tierchen zu besorgen. Hier war nur eine Ruine und sonst nichts. Nein. Wir haben einen Boten Karnas auf dem Weg über den Heiligen Berg abgefangen. In der Nachricht, die er bei sich trug, fordert Kana ihre Heimat auf, alle vorhandenen Ressourcen gegen euch zu mobilisieren und Truppen zu entsenden, wenn die Signalfeuer brennen. Kanas Festung ist im Süden schwächer gesichert. Vielleicht gelingt es euch, mit Hilfe eines Belagerungsturms die Mauern zu überqueren. Wir sollten uns nicht in Sicherheit wiegen. Kana kann immer noch die Signalfeuer entzünden. Drei Holzscheite stehen hier oben im Norden am Fuße des Berges. Verhindert, dass alle drei Feuer brennen, sonst wird Kana ihre Verstärkung doch noch erhalten. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, Karren mit Rohstoffen ist auch gut. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Was kann ich eigentlich noch bei euch tauschen? Ach, Diamanten. Gegen Wolle. Auf euren Befehl! Belagerungswaffenwerkstatt kann ich aber erst beim nächsten
Wo kriege ich eigentlich den Stein her, den ich gerade gekriegt habe? Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Tausch ja nur Fisch gegen Eisen. Ja, hier habe ich wieder aufgemacht, dass der Jäger nicht mehr nach Jagdwild suchen muss. In den Kampf! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Alles klar.